Herzlich willkommen, Leute. Willkommen zu diesem neuen Video. Und heute habe ich was ganz, ganz Feines für euch vorbereitet. Und zwar, es ist ja immer geil, wenn in verschiedenen Produktkategorien immer auch neue Produkte auf den Markt kommen und vor allen Dingen auch Produkte kommen, die wirklich auch nochmal nicht nur ein weiteres Produkt in dieser Kategorie bilden, wie zum Beispiel bei einem Detailer oder bei einer Sprühversiegelung oder bei einer Keramik, sondern hier in der Werkzeugkategorie ist natürlich immer was Besonderes, wenn wirklich eine Maschine auf den Markt kommt, die es so noch nicht gegeben hat. Und da gucken wir uns heute mal hier die Mini-Akku-Poliermaschine von STPA an. Das ist ja eine Marke, die auch viele so Werkzeuge aus China und Asien importiert und dann hier nach Europa bringt. Und die haben hier eine kleine Akkupoliermaschine jetzt für den Markt bereitgestellt und die schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann definitiv jetzt hier auf den Abo-Knopf drücken, Glocke aktivieren und wenn ihr natürlich auch bei unserem Partnershop waschguru.de 10% ab 1 Euro sparen wollt, dann nutzt gerne hier unseren Gutscheincode. Alle Infos findet ihr unten. Vielen Dank für eure Unterstützung und durch eure Unterstützung kann ich mir auch mal so ein Schmuckstück hier mal nach Hause holen. Und zwar kostet das 189,90 €, habe ich mir bei Amazon geholt. Das war am nächsten Tag sofort da, also da kann man wirklich nichts sagen, das ging ultra schnell. Und das war ein Set aus Poliermaschine und Zubehör. Das Zubehör schauen wir uns dann später an. Wie gesagt, das alles zusammen kostet 189,90 € und das ist eine Mini-Akku-Poliermaschine, die es massiv hier auf die A1000 von Liquid Elements und auf die Rupes Hybrid abgesehen hat. Denn die Maschine kann einiges und ich habe gestern schon mal hier in den Koffer reingeschaut, was alles hier mit dabei ist. Die nackten Zahlen haben mich auf jeden Fall schon mal überzeugt und deswegen habe ich sie mir auch nach Hause geholt. Und das hier ist eine kleine Akkupoliermaschine und ich nehme sie mal hier raus, damit wir sie auch mal sehen. Sieht so aus. In einem Schwarz-Grau-Ton gehalten und sehr schön dezent, wie ich finde. Und von den Maßen her, seht ihr auch mal hier, die ist überhaupt nicht groß. Die ist richtig schön klein und kompakt. Und nicht so lang, das können wir kommen auch noch mal später in ein Vergleichsvideo gegen die A1000. Die A1000 ist definitiv länger, ich habe jetzt hier keine liegen, aber das seht ihr im A1000-Vergleich dann. Und das ist das Teil. Jetzt sagt ihr euch, hier fehlt ja noch die Hälfte, hier fehlt noch der Kopf und Teller und alles, was dazugehört. Gucken wir uns dann an. Erstmal packen wir alles aus. Also hier haben wir die STPA Mini Akkupoliermaschine. Daten stehen auch noch mal auf der Seite drauf. 2500 bis 4500 Umdrehungen, 280 Watt und das ist eine Extender plus Rotationspoliermaschine. Ihr habt hier zwei Exzenter-Aufsätze mit drauf. Ich habe mal die ganzen kleinen Tüten schon ausgepackt, damit ich das für euch schneller hier alles rausholen kann. Also 3 mm Hub-Adapter und 12 mm Hub. Ne? Also ihr könnt das hier beides sehr gut verwenden, je nachdem, ob ihr da hier auch mit Schleifblüten arbeiten wollt und mit dem ganz kleinen Teller oder mit den etwas größeren Tellern. Und jetzt kommt die Besonderheit. Wir haben die Hub-Adapter, wir haben natürlich auch zwei Akkus mit am Start, die habe ich auch schon aufgeladen. Machen wir erstmal dazu hier das Info-Gesamtpaket. 2000 mAh, 12 Volt, sind wie gesagt zwei mit dabei. Und kommen wir zum Aufladen. Ihr habt hier dieses kleine Ladegerät, das ist sehr, sehr einfach gehalten. Es gibt keine Ladestation, ihr steckt das einfach hier an der Seite hier in den Akku rein. Zack, und dann in die Steckdose und dann habt ihr hier eine kleine LED, die rot während des Ladevorgangs anzeigt und grün, wenn das Ganze vollgeladen ist. Also es ist einfach gehalten, aber funktioniert easy einfach. Stellst sie auf den Tisch, steckst an und fertig. Also ob das jetzt ein Nachteil ist, dass es keine richtige Ladestation dabei ist, für mich nicht. Ich habe da überhaupt kein Problem, das hier so aufzuladen. Also Ladegerät mit dabei, Akkus und jetzt kommen wir zum restlichen Zubehör. Und jetzt guckt man Teller 1. 75 mm. Und da macht es jetzt bei dem ersten schon, warte mal, 75 mm? Das kann die A1000 noch gar nicht. Welche Maschine in dem Bereich, in so einer Art von Bereich, kann denn überhaupt 75 mm? Und das ist die Flex PXE80. Haben wir jetzt hier gerade einen Flex PXE80 Konkurrenten auf dem Tisch liegen? Gucken wir uns an. 75 mm. Dann haben wir hier zwei Teller. Einmal für Exzenter und einmal für Rotation. Was es bedeutet, gucken wir uns dann an. Natürlich haben wir hier auch nochmal den Rotationsaufsatz. Das wird dann einfach hier vorn verschraubt. In kurz, ich stelle es mal hier vorn hin, oder hier hinten am besten. Und auch nochmal in einer längeren Version, dass er auch jetzt zum Beispiel unter dem Spoiler oder so rankommt oder ja, ein bisschen abgelegener Winkel hier bei der Karosserie. Also auch nochmal in einer etwas längeren Variante. Und natürlich einen kleinen Schraubenschlüssel, um das Ganze umzubauen. Und wir haben auch noch einen ganz kleinen Teller. Kommen wir jetzt fix zur Kombination, was kann man miteinander nutzen. Und zwar haben wir hier einmal den 12 mm Adapter für den 12 mm Hub. Da passt der 75er Teller dran und der 50er Teller.
Jetzt habt ihr die Möglichkeit, das Ganze natürlich auch nochmal mit dem 3 mm Adapter zu verbinden. Aber jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich gebe euch unten unter dem Video auch nochmal im angepinnten Kommentar den Hinweis, ob es wirklich ein Defekt ist, ein vergessenes Teil oder ob es normal ist. Warum? Was meine ich damit? Der 3 mm Hubadapter ist ja für das Nassschleifen oder Schleifen mit Schleifblüte. Jetzt haben wir aber das Problem, dass kein Stützteller, der hier mit dabei ist, ja für Schleifblüten oder so geeignet ist, weil wir haben überall eine Klettfläche. Das Zweite, hier ist auch kein Gewinde drin und deswegen schreibe ich euch unter das Kommentar, weil ich natürlich jetzt nicht noch mehr Maschinen bestellen will, um das zu prüfen. Ich werde mich natürlich informieren, will euch das Video aber trotzdem sehr zügig auch hier bereitstellen. Unten im angepinnten Kommentar schreibe ich euch rein, ob das so gewollt ist, ob das normal ist und ob man hier dann einen sogenannten Sending-Teller noch dazu bestellen sich muss oder von einem externen Hersteller auch drauf zugreifen muss, damit man diesen 3 mm Adapter und Hubadapter nutzen kann, weil hier die Stützteile, die hier dabei sind, auch die kleinen hier, lassen sich hier nicht montieren. Hier ist kein richtiges Gewinde drin, wenn man auch hier reinleuchtet. Das heißt, es lässt sich hier nicht verschrauben. Wer jetzt dachte, okay, ihr könnt den kleinen Stützteller auch hier natürlich problemlos nutzen, das funktioniert hier in dem Fall mit dem kleinen Adapter nicht und mit dem großen Adapter so oder so nicht hier. Da rutscht das komplett durch. Das heißt, ihr könnt erstmal, wenn das wirklich so ist, ich schreibe euch die Info unten rein, ihr könnt mit dem 3 mm Adapter erstmal jetzt hier so in dem Set eigentlich nichts machen. Ihr könnt nichts daran montieren und deswegen schreibe ich euch unten drunter, ob das wirklich ein Defekt ist, ob das so gewollt ist oder nicht. Guckt dann unten nach. Also 3 mm Adapter können wir jetzt in meinem Set erstmal hier zur Seite legen. Wir können jetzt den einen kleinen Teller, den 30er und den 50er aber jetzt auf die Rotations Adapter schrauben, um das Ganze rotativ zu betreiben. Einmal hier die kürzere Variante und hier einmal den 50er Teller auf die längere Adapter. Also das funktioniert. Wir bauen mal eine Variante zusammen. Ihr nehmt euch hier die Poliermaschine. Ihr habt das nochmal in der gänzlichen Größe hier oben Drehzahlregler hier an der Seite oder hier unten habt ihr den Knopf, um das Ganze in Betrieb zu nehmen. Und hier habt ihr den Feststeller und ihr hört auch schon mal ein bisschen den Sound. Dazu können wir das jetzt so montieren. Ihr nehmt euch erstmal den 12er Hub, könnt das euch auch hier auf den Tisch legen. Was mir auffällt, die Maschine rollt weg. Das heißt, ihr könnt es nicht einfach auf den Tisch legen und dann jede kleinste Berührung lässt die Maschine hier umkippen oder wegrollen. Hier hätte ich mir am Kopf und am Heck oder auf der Mitte so einen kleinen Stopper gewünscht, wie wir das von den großen Poliermaschinen kennen, dass die auf dem Rücken liegen bleibt. Aber man kann es natürlich auch so ein bisschen halten und mit einer Hand fixieren, aber wäre natürlich eine coole Sache gewesen. Dann hier mit dem Maulschlüssel fixieren, damit es sich nicht mitdreht. Und dann einmal kurz ein bisschen so handfest festdrehen. Jetzt können wir hier den großen Aufsatz nehmen. Der kommt hier drüber, das ist natürlich der Schutz. Wird einfach drauf gesteckt und einmal gedreht. Dann ist der auch fest montiert. Und jetzt sieht es schon langsam aus wie eine richtig schöne Akkupoliermaschine mit Kopf. Und dann beispielsweise einfach mal hier der 75er Teller, da habt ihr hier im Gehäuse an der Seite so eine kleine Lücke und da dreht ihr euch das so, dass das Exzentergewicht auf der Gegenseite ist. Damit könnt ihr hier mit dem Schraubenschlüssel natürlich auch hier rein. Ich zeige es euch gleich. Sieht dann so aus. Müsste gut erkennbar sein. Und wenn ihr das so gemacht habt, legt es wie gesagt wieder vor euch hin. Könnt ihr hier den 75er Stützteller einfach, wenn ihr den gerade ansetzt, problemlos hier drauf montieren, der rutscht dann auch bis durch. Kurz handfest festdrehen und schon habt ihr eine 75er Akku-Poliermaschine. Gucken wir mal. Ja, problemlos. Dreht auch bis hoch und funktioniert. Das gleiche natürlich auch jetzt hier mit dem 50er Teller und dann auch das Ganze rotativ. Da habt ihr einfach keinen Exzenter-Adapter drin, sondern einfach die ganz normalen hier, diese Teile. Und bei dem Dreier, ja, wie gesagt, alle Infos unten im Kommentarfeld. Ja, das ist das Set der Maschine. Und jetzt, seht ihr das? Man kann es nicht hinlegen. Man muss es entweder auf die Seite legen, dann liegt es natürlich aber immer auf dem Stützteller auf und auf dem Pad manchmal. Ist nicht so geil. Das finde ich, hätte man ein bisschen besser lösen können. Kein Weltuntergang, aber wäre noch so der Bonus gewesen. Kommen wir noch schnell zum Zubehör. Das ist extern mit dabei. Das heißt, ihr habt einmal den Koffer oder die Tasche mit dem ganzen Maschinenzubehör und der Maschine. Und das hier ist dann mit dabei. Was ich so bei den ganzen STPA-Maschinen mitbekommen habe, ist, dass das Zubehör an Pads immer sehr zu wünschen übrig lässt. Das sind immer sehr einfach verarbeitete Pads, haben auch hin und wieder mal so Druckstellen. Und hier haben wir auch wieder so ein Pad.
was so eine Druckstelle hat. Also erwartet hier bei den Pads, die hier original dabei sind, keine Wunder. So ein Pad hier kostet von einem guten Hersteller schon alleine mindestens 5 Euro, 6 Euro in die Richtung bei den kleinen Pads oder auch 4 Euro. Wenn ihr das mal hochrechnet, kommt ihr hier auf einen Preis, der fast sogar schon in Richtung Maschine gehen würde, wenn das sehr qualitativ hochwertige Pads wären. Aber die sind wirklich so ein bisschen zum Herumprobieren, zum Antesten. Aber wenn ihr dann damit richtig arbeiten wollt, holt euch nochmal vernünftige Pads in dem Bereich von den Herstellern, die auch solche kleinen Pads anbieten. Da verlinke ich euch unten noch ein paar passende. Da haben wir einfach hier Mikrofaser, wir haben einfach Wollpads mit dabei, wir haben auch hier normale Schaumstoffpads mit am Start. Das Ganze auch in den passenden Größen. Das finde ich natürlich super, dass so viel Zubehör mit dabei ist, aber ich hätte mir das ganze Zubehör hier gespart. Vielleicht noch die Bürstenaufsätze mit ergeben, aber die ganzen Pads hätte ich alle rausgelassen. Vielleicht hätte man den Preis noch ein bisschen besser machen können, weil das hier wertet das Ganze nicht unbedingt stark auf. Wir haben das Ganze auch nochmal als 75er Pad. Auch hier, die sind super flach. Wenn ihr damit poliert, ihr drückt die sofort flach und drückt mit dem Stützteller durch das Pad durch, in Anführungsstrichen, und macht euch da extreme Polierspuren rein. Und das gleiche habt ihr auch hier beim orangenen Pad, das ist auch nicht sehr weich. Also das wird super schnell seine Stabilität verlieren. Das merkt man auch jetzt schon hier von der ganzen Haptik her. Das grüne Pad ist das stärkste Pad. Das fühlt sich unheimlich rau an. Man hört es auch. Also ich wäre bei den Pads ein bisschen vorsichtig. Ich will eigentlich gar nicht so gern damit an meinen Mercedes rangehen, muss ich ganz klar sagen. Aber ich werde die auf jeden Fall für euch auch nochmal testen. Aber erwartet hier keine Wunder, was die Pads angeht. Gucken wir uns natürlich dann im Anwendungsvideo auch nochmal an. Und das Letzte, was mit dabei ist, sind diese Bürstenaufsätze. Die sind komplett einfach gehalten von der Verarbeitung her. Ich würde mal sagen, naja, durchschnittlich. Ihr habt auch ein paar Bürstenhaare, die jetzt schon hier abstehen und zu kurz und zu lang sind und sich super leicht rausziehen lassen. Also das bestätigt auch nochmal, das STPA-Zubehör, ihr seht hier, da, ich kann hier jeden, die Bürsten sind einfach nur in dem Loch versenkt und auf der anderen Seite kommen sie wieder raus. Das heißt, das ist nicht verklebt hier, ich kann die alle einzeln rausziehen. Das Zubehör von STPA ist meistens von der Qualität her nicht das Beste. Gucken wir mal, ob es bei der straffen Bürste hier auch geht. Also da müsste, hier geht es nicht, die sind ein bisschen fester verbaut. Hier habt ihr einmal die harten Bürsten sozusagen, die groben hier für Fußmatten und so weiter. Und hier habt ihr natürlich die etwas weichere Varianten, die sind wirklich weicher, zum Beispiel für Textilsitze. Und das geht natürlich auf den rotativen Aufsatz, das probieren wir jetzt noch aus. Das ist komplett das gleiche Gewinde, genau. Also diese Sachen nutzt ihr dann hier auf dem Aufsatz oder auf dem kurzen. Gut, und damit haben wir das Unboxing und den ersten First Look sozusagen, den First Look abgeschlossen von diesem Set. Das Thema mit dem Dreieradapter ist ein bisschen suspekt, weil hier fehlt entweder Zubehör oder es ist wirklich ein fehlerhaftes Teil. Wie gesagt, da gebe ich euch im Kommentar unten nochmal die Info dazu. Ansonsten werden wir natürlich vorrangig, weil das ja hier fürs Schleifen gedacht ist, wir werden so und so vorrangig mit dem 75er Teller und dem 50er arbeiten. Und auch rotativ können wir auch den kleinen nutzen und auch mit dem 12er Hub, weil der 3er Hub fürs Polieren einfach viel zu klein ist. Da bleibt der Teller einfach viel zu schnell stehen fürs normale Polieren. Aber ansonsten, jetzt war ein bisschen Gemecker dabei, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, wenn die Maschine jetzt noch die Leistung bringt und auch die Akkulaufzeit mich zufriedenstellt, ist das definitiv, wenn man mal das ganze wirklich billige Zubehör jetzt hier einfach mal zur Seite legt, ist die Maschine eigentlich ein sehr, sehr ernstzunehmender Konkurrent zur Liquid Elements A1000 und auch für, so krass wie es klingt, aber auch für die Flex PXE80, weil wir hier einfach eine schöne, breite Polierteller-Range haben. Wir haben 75, 50 und auch 28 bzw. 30 hier bei dem Kleinen. Es wäre natürlich cool, wenn wir den Kleinen auch noch im Excenter-Modus hätten, aber wer solche kleinen Stellen poliert, der weiß, das geht eigentlich rotativ sehr, sehr gut auch zu machen und da braucht man nicht unbedingt exzentrisch arbeiten, aber ab 50 ist schon immer von Vorteil, auch exzentrisch zu arbeiten und bei 75 genauso. Also schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare rein. Was vermutet ihr? Ich habe natürlich, denke mal, der Großteil von euch hat die Maschine nicht zu Hause und konnte sie noch nicht testen. Aber eure Vermutung, allein von den Daten, vom Preis her, vom Zubehör her, ist das für euch interessant? Sagt ihr, nee, das kann niemals mit meiner Flex mithalten. Das hat überhaupt keine Chance gegen meine A1000 oder gegen meine Hybrid. Ich muss ganz klar sagen,
Also ich wäre jetzt anderer Meinung. Ich muss sagen, das ist ein schönes Gesamtpaket, wenn es auch so zuverlässig funktioniert. Und das seht ihr sozusagen im nächsten Video, wenn ich hier das Teil richtig in den Einsatz nehme. Wir polieren mal mit 75 mm, zum Beispiel Hochglanz-B-Säule. Das ist natürlich immer das Beste hier für so eine Maschine gleich zum Testen. Wir können auch mal den 50er Teller nutzen und auch den kleinen hier mit dem rotativen Aufsatz. Das wird sehr, sehr spannend werden. Akkus sind geladen. Ich drehe für euch jetzt direkt Teil 2 und in den nächsten Tagen seht ihr dann auch schon hier das Anwendungsvideo dazu. Viel Spaß euch beim nächsten Video. Freue mich auf euer Feedback. Schreibt es mal unten rein. Wird das vielleicht der, so krass wie es klingt, der A1000-Killer und Flex-Killer, preislich gesehen? Bis zum nächsten Video. Euer Sebastian. Ciao.